Ja, guten Morgen, liebe Mitglieder, liebe Partner, liebe Interessierte. Herzlich willkommen zu unserem letzten Webinar Wednesday in diesem Jahr. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Wir haben bedingt durch die Corona-Krise ein neues Format gestartet, was sich sehr erfolgreich etabliert hat. Und deswegen, ja, bin ich sehr froh, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und hoffe, Sie dann auch nächstes Jahr weiter begrüßen zu dürfen. Wir haben ein sehr interessantes Thema diesmal, zumindest die Teilnehmerzahl gibt das wieder. Wir haben mit über 50 Anmeldungen, knapp 60 sogar, wieder eine sehr große Teilnehmerschaft. Und es wird um Infusionsverfahren gehen. Der Sven Zaremba von der, vom LCC, der Technischen Universität München, also der TUM, wird hier die Arbeiten vorstellen, die an der TUM laufen. Und wir hatten gerade im Vorfeld ein bisschen diskutiert. Ich habe gesagt, Sie sind einer der wenigen, die sich mit dem Thema Infusionsverfahren beschäftigt. Es gibt viele Institute, die sich ja, damit beschäftigen, wie kann ich die Fasern am besten positionieren, wie kann ich Bauteile auslegen oder produzieren. Auch einige, die sich mit Matrix-Systemen beschäftigen, aber wie ich jetzt die Matrix und die Fasern zusammenbringe, eher wenige. Sven meinte, na, da gibt es schon noch ein paar mehr außer uns, aber trotzdem glaube ich, dass es nicht allzu viele in Deutschland gibt, die sich auf das Thema spezialisiert haben. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt mal einen Einblick bekommen in die Arbeiten, die ja schon sehr lange am LCC laufen und soweit ich es mitbekomme, tatsächlich auch sehr interessante Ergebnisse geliefert haben. Und ja, Sven, viel Spaß. Es gibt viele interessierte Zuhörer. Vielleicht noch so viel vorneweg zum Organisatorischen. Mit dem Eintreten oder Einlassen in diese Konferenz sind Ihre Mikrofone und Ihre Kamera ausgeschaltet. Bitte lassen Sie das so, weil das Ganze auch aufgezeichnet wird und damit wir den Vortrag in Ruhe genießen können. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die gerne in den Chat. Wir werden sie dann danach bearbeiten. Oder im Anschluss zum Vortrag können Sie auch die Hand heben und dann werden wir Sie die Stummschaltung aufheben und Sie können die Frage stellen und der Sven Zaremba wird dann alle Fragen beantworten, die aufgekommen sind. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Sven, viel Spaß. Gut, danke Tjark für die einleitenden Worte. Ja, also der Titel verrät noch nicht so direkt, dass man was mit irgendwelchen Infusionsverfahren zu tun hat, das ist richtig. Aber es beinhaltet dann doch alles, was wir jetzt gerade von den Projekten hier in diese Richtung tun, aktuell zumindest, was ich jetzt hier darstellen werde, das Thema Infusionstechnik. Infusionstechnik ist was, was mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Schuld daran ist eigentlich in dem Fall der Airbus oder damals die EADS, durfte ich da in Taufkirchen, hat mich der Jürgen da eigentlich hingeführt, der Herr Filsinger, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Weiter ging es dann auch nachher bei der FACC in Österreich, wo wir die Infiltrationstechnik für die Luftfahrt bei den Kollegen mit eingeführt haben, hat nachher darin geändert, auch zum Beispiel, dass die FACC mit den Flügel für die MS-21 infiltriert hat. Das war so der letzte Teil, den ich bei FACC gemacht habe. Danach bin ich dann wieder zurück hier an die Uni, an die TUM gegangen und habe hier mit ein bisschen was beigetragen zu dem, was Lehrstuhlaufbau vom LCC hier bedeutet hat. Genau. Jetzt ist natürlich so, diese Themen, die hier jetzt präsentiert werden, die sind nicht alle von mir gemacht worden. Da sind ein paar andere Kollegen noch mit dabei. Es fasst mehrere Projekte auch zusammen, die wir versuchen hier in diese Richtung mit zu bearbeiten. Genau. Was will ich alles erzählen? Ich muss natürlich am Anfang ein bisschen was über das LCC erzählen. Warum hier noch die neue Fakultät dabei steht, ist auch recht simpel, weil wir waren zuerst Maschinenwesen, haben dann gewechselt in die Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik. Dann werde ich ein bisschen darauf eingehen, was wir unter diesem Thema Hybridmatrix auch verstehen, um dann einiges an Anwendungen und Projektinhalten zu zeigen, was wir in diesem Bereich machen und warum wir denken natürlich auch, dass das ein Potenzial hat für auch eine Anwendung. Gut, erster Punkt. Für alle, die den Herrn Drechsler nicht kennen, eigentlich ist es ja recht schwierig, in Deutschland den Herrn Drechsler nicht zu kennen. Er ist ja so ein bisschen der bunte Hund der Composite-Industrie. Er hat hier den Lehrstuhl, den Ruf an die TUM bekommen, 2009, im Mai das ganze Thema aufgemacht hier als Stiftungslehrstuhl der SGL. SGL hat uns den klaren Auftrag gegeben, Lehre zu machen, Ausbildung zu betreiben in dem Fachbereich Faserverbund mit dem Gedankengang,
dass wenn die Studenten was lernen im Studium über dieses Thema, dass auch später in einer potenziellen Berufswelt, wenn sie wieder drüber stolpern, dann auch leichter dieses Thema aufnehmen und anwenden wollen. Also so ein bisschen dieser, ich nenne es mal langfristige Marketing-Gedanke, der dahinter gestanden ist. 2009 war das natürlich auch noch nicht bekannt, dass da irgendeine Kooperation mit BMW oder irgendwas dahinter gestanden ist, mit SGL und BMW. Also deswegen war dieser leere Gedanke schon im Vordergrund im ersten Schritt. War auch lange Jahre so, dass viele Kollegen, die hier fertig geworden sind, direkt zu BMW gelaufen sind. Was wir versuchen zu sein, ist ein Bindeglied zwischen dem, was ja in letzten Endes Forschung darstellt und auch Industrie, versuchen anwendungsnah Themen aufzubearbeiten, damit diese Themen von der Forschung auch den Weg finden in irgendeine Form von Anwendung. Aktuell sind wir so knappe 45. Das ist so gerade die Zielgröße, die, wenn alle Genehmigungen gerade gekommen sind, besetzt sind, dann sind wir Mitte nächstes Jahres um die 45. Genau. Natürlich haben wir diese Ausbildung aufgebaut und versuchen da auch den Studenten von der Praxis bis zur Theorie eigentlich alles mitzugeben. Ja. Gut, neue Fakultät. Neue Fakultät hat begonnen letztes Jahr Oktober. Offiziell schon ein Jahr am Rennen. Bis jetzt ist es noch ein reines theoretisches Konstrukt, wo einzelne Lehrstühle rein definiert wurden. Ja, drei Themen: Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie. Eigentlich angelehnt auch ein Stückchen an dieses Modell, was in Stuttgart eigentlich sehr erfolgreich funktioniert. Man versteht nicht mal ganz direkt, warum die Geodäsie dazugehört. Aber man sieht, dass natürlich geodätische Vermessungen sehr oft auch aus der Raumfahrt oder aus dem Raum raus gemacht werden. Dann ist es dann teilweise doch wieder logisch. Natürlich, das ist ein sehr politisches Konstrukt auch, wo unser Markus, der Herr Söder, natürlich fleißig dabei gewesen ist, hier sowas auch mit zu promoten. Im Positiven wie auch mit etwas negativen Touch teilweise dabei. Trotzdem, diese neue Fakultät ist entstanden und es sollte jetzt auch hier nicht bloß ein virtuelles Konstrukt bleiben, es wird auch einen Neubau geben, der aktuell geplant ist. Wer München kennt, unten rechts, eigentlich im Anführungszeichen neben dem Airbus-Gelände, soll ein neues Gebäude entstehen, von der Dimension her ähnlich wie das Maschinenwesen-Gebäude, was es schon in Garching gibt. Genau. Damit will ich schon auch das mit diesem Lehrstuhlthema ein bisschen sein lassen und ein bisschen mehr über fachliche Sachen reden. Hybrid-Matrix, was ist das eigentlich? Also klassisch ist es ja eigentlich so, Faserverbund an sich ist ja schon eigentlich Hybrid, Fasern und Matrix. Wir haben klassisch eine Matrix mit drin. Alleine über diese Kombination von Faser und Matrix ist es natürlich schon in der Auslegung, Dimensionierung ein bisschen komplexer als jetzt ein klassischer isotroper Werkstoff. Wir können schon Eigenschaften customizen, anpassen an das, was Anforderungen angeht. Trotzdem wird es aktuell immer so gemacht, dass natürlich möglichst alles immer einheitlich mit einer Matrix gefertigt wird, weil natürlich sonst auch nochmal eine Komplexitätsstufe dazukommt. Wenn man die klassischen Eigenschaften von so einem Faserbund anguckt, wie Steifigkeit, Festigkeiten, dann sind die erstmal in der Implantrichtung natürlich deutlich faserdominiert. Das sieht man. Mal hier mal so machen, ja. Sieht man hier in diesem rechten Bild. Wenn man dann aber doch schon hier zu den Biegeeigenschaften kommt, da wird es dann auch schon spannend, was letzten Endes diese Harzeigenschaften angeht. Klar, Damage Tolerance, auch ein großes Thema, was Matrix dominiert ist. Alle letzten Endes schlagzähmodifizierten Harze, die ja gerade in der Luftfahrt auch sehr interessiert betrachtet werden oder weiterentwickelt werden, sind natürlich damit maßgeblich dafür verantwortlich, dass da die Performance entsprechend hochgeht. Meistens ist aber auch so zum Beispiel, dass gerade bei diesen Schlagzähl-modifizierten Harzen, die sind in der Prozessierung deutlich anstrengender als die klassischen Systeme. Ja, also ein ST15 oder ein PR520 ist deutlich schwieriger zu verarbeiten in so einer Injektion als irgendein RTM6. Man kann ja über RTM6 streiten, wie man will. Rein was Prozesstechnik angeht, ist es einfach ein richtig cooles Zeug. Ja. Neben dem gibt es natürlich noch so ein paar andere Eigenschaften von der Matrix, die hier unten stehen. Ja, ob das jetzt Temperaturbeständigkeiten sind, ob es Korrosionsbeständigkeiten sind, UV-Beständigkeiten, chemische Resistenzen, die sind natürlich nachher auch alle mit im Harz begründet und limitieren natürlich auch das Bauteil. Und jetzt ist es natürlich auch extrem cool, wenn ich sowas natürlich lokal am Bauteil in irgendeiner Form adaptieren kann, dass ich an so einem Bauteil unterschiedliche
Kunststoffe mit platziere, um anforderungsgerecht irgendwo lokal zu modifizieren. Ist natürlich so, ich kann hier, sieht man das schön, das Ganze vertikal teilen. Und wenn wir das jetzt irgendwo machen wollen, dann wollen wir natürlich insgesamt, wenn das dann auch weitergeht, ja, hier, so gestalten, dass wir insgesamt natürlich über eine von diesen Funktionen, die hier draufstehen, letzten Endes auch natürlich eine Eigenschaft irgendwo lokal vom Bauteil so verändern, dass es insgesamt nachher ein Vorteil ist, angepasst an das, was Anforderungen sind. Also wir öffnen eigentlich auch wieder einen neuen Bauteilkasten, den wir eigentlich verwenden können, um Bauteile besser, angepasster an eine Anwendung irgendwo herstellen zu können. Natürlich ist das Ziel nachher auch zum Schluss hoffentlich insgesamt nachher auch kosteneffizient zu sein. Und es wird dann noch besser, wenn man diese Funktionsintegration über diese Hybrid-Matrix-Thematik mit angeht. Jetzt ist es natürlich auch so, also Hybrid-Matrix, klassisch kennt man es eigentlich nicht. Wenn man aber zum Beispiel auch schaut, was aktuell bei Sandwichen passiert, wie Sandwich-Bauteile aktuell gefertigt werden, zum Beispiel nass in nass, dann ist es schon ganz oft so, dass dann natürlich nass gelegt wird, das Pre-Break, dann kommt ein Klebefilm drauf, dann kommt der Wabenkern drauf, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und wenn ich alleine diesen Klebefilm nehme und den auf eine Pre-Break-Lage drauflege und die gemeinsam aushätte, wird dann natürlich auch schon so eine gewisse Interface-Thematik sein. Heißt eigentlich, diese Durchmischungsthemen und diese Interface-Thematiken, wenn ich verschiedene Materialsysteme in ein Bauteil reinbringe, ist durchaus auch schon aktuell vorhanden, nur dass sie vielleicht nicht ganz so bewusst bei den Leuten irgendwo gerade auf dem Schirm ist. Gut, gehen wir weiter. Jetzt können wir uns angucken, wo können wir überall dieses Hybrid-Matrix irgendwo angehen. Ja? Hier ein bisschen versucht, das Ganze zu strukturieren, wie man sowas kombinieren kann. Unten sieht man es klassisch, wir haben eine Faserwelt und wir haben eine Kunststoffwelt, klassisch mit einem Kunststoff. Natürlich, wenn wir ein Bauteil bauen, haben wir meistens, egal jetzt welchen Fertigungsprozess, irgendwo einen Randbereich, wo irgendwelche Harze rauslaufen, gefüllt werden, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt können wir anfangen zu modifizieren, zum Beispiel, dass wir das Ganze lokal tun, lokal in anderen Kunststoff reinbringen, zum Beispiel in Elastomer, um eventuell zum Beispiel ein Gelenk zu generieren, was natürlich auch wieder deutliche Vorteile hätte. Wir können natürlich auch hier das Ganze am Randbereich reinpacken, um eventuell einen Kantenschutz reinzupacken. Wir könnten auch das Ganze nicht bloß in den Randbereich reinpacken, sondern eventuell sogar eine Oberschicht noch mit drauf bringen. Wozu, sieht man nachher auch nachher in dem Projektbeispiel auch dazu noch. Oder wir machen das Ganze oben auf, sehr lokal. Sieht man auch schon hier am Bild, wie das eigentlich schon aussieht. Dass das natürlich deutlich in Richtung Versteifungselemente zielt. Und das natürlich in der Prozessierung irgendwo gemeinschaftlich auszuhärten, um nachher auch diesen Kostenvorteil zu haben, in einem Schritt alles auch zu fertigen. So, genau. Wenn wir jetzt mal ganz an einem Beispiel anschauen, wo könnte man sowas sinnvoll an einem Bauteil irgendwo zeigen? Hier dargestellt eine Fahrradfelge. Die Fahrradfelge, die ziehen wir ganz gerne her. Als Beispiel erstmal, weil so eine Fahrradfelge technologisch für Faserverbund ein sehr cooles Bauteil ist, weil es extremer Leichtbau ist, weil es performanceorientiert ist, weil es natürlich auch einen gewissen Sexy-Faktor hat, weil jeder, der Fahrrad fährt und eigentlich das coole Zeug haben will, endet nachher in irgendeiner Form nachher bei so einer Carbon-Laufrad. Inzwischen ja sogar auch für irgendwelche Mountainbikes, wo man als Faserverbundler vielleicht nicht immer ganz versteht. Wenn man es einmal erklärt bekommt, dann ist es dann doch teilweise auch ganz logisch, wobei ich es mir trotzdem nicht leisten kann, sowas zu tun. Fahrradfelge, klar, hat den Auftrag natürlich, die Last, die Person zu tragen, beziehungsweise natürlich dann auch noch den Antrieb irgendwo zu gewährleisten. Das heißt, hier in dem Fall ist eine Klebeschlauchfelge dargestellt. Hier im oberen Bereich ist normalerweise noch der Schlauch aufgeklebt. Von diesem Schlauch gehen natürlich die Antriebskräfte ins Laminat rein, müssen über Schub nachher natürlich ins Laufrad reingebracht werden, dass nachher zum Schluss das Fahrrad nach vorne fährt. Abgesehen davon müssen die Druckkräfte entsprechend oder die Zugkräfte auch aufgenommen werden, damit das Rad nicht zusammenbricht.
Und natürlich, so ein Fahrrad hat noch eine weitere Funktion, abgesehen von der Aerodynamik, muss bei den klassischen Rennrädern zumindest auch darauf gebremst werden. Und deswegen sieht man natürlich, gerade wenn man mit dem Fahrrad irgendwo, kennt jeder in der Stadt, irgendwo über den Bordstein dengelt, ist da vielleicht auch so eine gewisse Impact-Thematik mit vorhanden. Das heißt, eigentlich in diesem oberen Bereich, wo dieses Bett hier für den Schlauch da ist, da muss natürlich irgendwo so eine Impact-Toleranz irgendwo sein. Das heißt, hier bräuchte ich eigentlich ein möglichst schlagzehenmodifiziertes Hartsystem, um hier Schadenstoleranz auch zu gewährleisten. Direkt nebendran sind dann die ersten Flanken. Diese Flanken haben natürlich eine deutliche Temperaturanforderung. Weil wenn ich da klassisch mit einer Felgenbremse drauf gehe, wird hier Temperatur generiert. Und die Temperaturen beim Bremsen gehen auch relativ zügig über diese 100 Grad hinaus. Also wir reden da eher so von 150 bis 180 Grad, die da auch erreicht werden. Um dann nachher im unteren Bereich, im grünen Bereich, da sind Aerodynamikanforderungen mit vorhanden und natürlich die Strukturlasten drin. Das heißt, hier könnte ich wieder ein ganz klassisches Kunststoffsystem auch irgendwo verwenden. Aber man sieht natürlich an so einer Felge, wenn man sowas aufteilen kann, dann kann man hier richtig coole Sachen machen. Gut. Was wir generell versuchen bei uns so ein bisschen zu etablieren oder was sich etabliert hat über die letzten Dissertationen oder auch Projekte hinweg, dass wir, wenn wir sowas untersuchen, immer so drei Themenblöcke eigentlich haben. Auf der einen Seite müssen wir ein Materialverhalten verstehen. Jetzt was Kunststoffe angeht, dann geht es dann deutlich um irgendwelche Rheologien, um jetzt was unser Thema noch angeht, sind Filtereffekte teilweise noch relevant. Wir müssen eine Basis schaffen fürs Verständnis. Das Verständnis bauen wir dann weiter auf, indem wir irgendwelche Simulationsthemen aufbauen, um hier auch wieder über die grundlegenden Physikprinzipien zu sehen, was denn eigentlich passieren kann. Das Ganze in einfachen Versuchen validiert, um dann nachher Ableitungen zu machen. Natürlich gehört dazu immer auch das Thema Prozesstechnik. Ja? Gerade weil ohne, dass man es macht, versteht man nachher auch gar nicht, was nachher die relevanten Themen nachher auch sind. Gut, damit kommen wir dann auch schon zum Thema Projekte bzw. Funktionen, die wir über Hybridmatrix irgendwo realisieren können. Hier sieht man jetzt mal ein typisches Gelenk. Gelenk dargestellt, hier sieht man diesen typischen, klassischen steifen Teil von einem Composite. Hier in der Mitte ist ein elastomerer Bereich drin, um dann nachher wieder in so einen klassischen Bereich reinzugehen. Gelenk bedeutet letzten Endes, dass ich natürlich eine in eine Richtung angepasste Biegesteifigkeit habe über dieses lokale Modifizieren mit einem Elastomer. Während ich natürlich dann auch trotzdem über dieses Gelenk hinweg auch Kräfte übertragen muss. In Längsrichtung beziehungsweise auch in Schubrichtung eventuell. Diese Anwendung dazu, das ist natürlich fies mit dem Telefon, sieht man auf der rechten Seite, was sehr viel gerne gerade betrachtet wird auch, ist dieses Thema Flugfahrt. In dem Fall geht es hier um eine Querruderklappe. Das ist aus dem Projekt FlexMat. Man sieht hier erstmal, dass hier diese Gelenkstruktur hier entsprechend integriert wurde, an dieser Stelle direkt als Gelenk. Und wenn ich natürlich so einen aerodynamischen Übergang habe von der Klappe und hinten dran so eine Spitze habe, die wieder steif ist, habe ich zwischendrin wieder auch so ein Feld, was sich denen ziehen muss entsprechend. Dieses lilane Feld war jetzt nicht unser Teil, das war nachher der Teil von unserem Leichtbaulehrstuhl. Wir haben uns hier um diesen gelben Teil gekümmert. Und wenn man das jetzt hoch und runter wackeln sieht, dann sieht man auch, dass da hier so eine entsprechende Krümmung reinkommt. Gelöst haben wir das hier über so einen I-Träger. Man sieht hier oben die flexible Haut, wo man dann hier entsprechend diesen Steg von diesem I-Träger entsprechend so eingestellt hat in den Steifigkeiten, dass diese Krümmung möglichst einfach angepasst passieren kann. Hier in der Variante haben wir es auch so gemacht, das ist ein Pripreg-Bauteil in dem Fall gewesen, wo wir zwischen die Lagen einzelne EPDM-Schichten mit reingelegt haben und so eigentlich das Laminat insgesamt weicher bekommen haben. Nächste Anwendungen sind natürlich hier im unteren Bereich zu sehen. Es gab von BMW mal ein sehr cooles Konzeptfahrzeug, wo sie eine Grundstruktur nur mit Membranen
ja, bespannt haben und so natürlich auch hier an der Türe sieht man sehr schön Übergänge realisiert haben, die aerodynamisch optimiert gewesen sind, also keine Spalte mehr gezeigt haben. Parallel dazu ist dieses Thema aktive Aerodynamik natürlich auch etwas, was sehr Spannendes, wo Aerodynamikprofile angepasst an Fahrsituationen so ja, kontrolliert werden, um letzten Endes eine Fahrperformance zu optimieren. Jeder, der mal hinter diesem schwäbischen Auto eventuell herfährt, der kann sehen, das ist klassisch so bei 80 fährt er, glaube ich, raus und auch nachher bei 60 wieder rein, wenn man runterfährt, also wenn man bremst. Genau. So, hier sieht man das, wie wir es mal umgesetzt haben. Wir haben es nicht nur gebaut, sondern wir haben es natürlich dann auch charakterisiert. Das ist so ein kleiner Prüfstand. Das ist sowas, was Schönes, was Studenten bei uns in ihren Masterarbeiten machen dürfen, wo wir das Ganze nicht nur auf Maximalperformance und statische Eigenschaften getestet haben, sondern in dem Fall auch auf Fatigue-Eigenschaften. Man sieht natürlich auch, dass hier so ein Gelenk nicht die gleichen Eigenschaften hat wie jetzt ein Scharnier, sondern dass es hier, jetzt geht meine Maus nicht mehr, über eine Hysterese entsprechend auch andere Lasteigenschaften hat oder Mechanikeigenschaften hat als so ein typisches Scharniergelenk. Genau. Das nächste Projekt, das ist in dem Fall schon auch ein bisschen länger her, war eigentlich auch einer der Einstiegsprojekte in dieses Hybrid-Matrix-Thema. Deswegen war ein EU-Projekt, Framework 7, sieht man da ungefähr auch, kann man es zeitlich einordnen, wann es passiert ist. Das Matisse-Projekt, eigentlich ein Berechnungsprojekt. Wir waren da so ein bisschen Junior-Partner mit unseren ja, prozesstechnisch orientierten Versuchen. Hat uns auch damals eigentlich keiner geglaubt, dass wir das auch wirklich so in der Form hinkriegen, dass es funktioniert. Okay, muss auch beichten, wir hatten natürlich dann davor schon so ein paar Prinzipversuche gemacht gehabt, wo wir wussten eigentlich, dass es funktionieren kann. Es ging hier in dem Fall um einen Seitenaufprallträger, der in der Türe drin ist. So eine Türe ist auch vom System her ein ja, sehr bauraumlimitiertes Teil, wo meistens nicht genügend Platz drin ist. Und jetzt geht es trotzdem natürlich auch Leichtbaugedanke dahinter, sowas möglichst leicht und effizient da irgendwo reinzukriegen. Und was wir realisiert haben in diesem Projekt, ist ein struktureller Airbag. Dieser Seitenaufprall hat ein paar sehr ja, hohe Anforderungen, die eigentlich klassisch gar nicht nach CFK oder Faserverbund streiten, weil Versagen CFK ist üblicherweise ja sehr abrupt. Und der Seitenaufprallträger hatte eine Anforderung, eine Durchbiegung, wo er auch halten musste, von bis zu 30 Zentimetern mit einer definierten Energieaufnahme. Wenn man jetzt da klassischen CFK-Träger reingemacht hätte, dann wäre der einfach abgebrochen und es hätte nicht funktioniert, beziehungsweise wenn er gehalten hätte, hätte er sich nicht genügend durchgebogen. Was dann natürlich auch nicht gut ist, weil wenn der sich nicht genügend durchbiegt, dann sind die Beschleunigungswerte nachher wieder zu hoch für den Passagier, der im Auto sitzt. Deswegen so eine Durchbiegung von 30 Zentimetern über einen Meter zu realisieren mit einem Faserverbund bei so einer hohen Energieaufnahme war hier die große Herausforderung, die wir uns dargestellt haben. Was haben wir gemacht? Das sieht man in der Skizzierung hier im Bild. Wir haben auch wieder Hybrid-Matrix genommen, haben ein Hohlbauteil generiert. Man sieht hier in diesem grauen Bereich, das ist unser steifer, klassischer Kunststoff drinnen, während dann nachher hier in diesem gelben Bereich elastomerer Kunststoff mit drin ist. Deswegen jetzt struktureller Airbag, weil das ist in dem Fall so eine Daimler-Geschichte. Die haben das auch, was sie mit Stahl machen, dass sie so prädiktive Sicherheit betreiben, dass sie dann innen bedrucken, um nachher solche Formen zu verändern, um nachher eine andere Performance zu generieren. Deswegen wird in diesem Crash-Fall hier innen drinnen das Ganze bedruckt. Dafür verwenden sie klassische Airbag-Pellets. Das sind solche kleinen weißen Tabletten, die sie damit reinstecken. In dem Fall für so eine Struktur-Airbag sind es ein bisschen mehr gewesen, die dann das ganze Ding aufblasen, einen Innendruck halten und darüber natürlich dann auch zum Beispiel diesen Elastomer beim Durchbiegen ein bisschen am Beulen hindern. So, dann sieht man hier, das haben wir dann nachher draus gemacht aus diesen Skizzen. Geht weiter, man sieht hier auch schon wieder diese CAD-Konstruktion, wie er in einem Einbauzustand ist.
beziehungsweise wie er nachher in einem aufgeblasenen Zustand sein soll, hier drüben. Man sieht es auch im Querschnitt. Das hier ist der Einbauzustand, sehr eng und klein und niedrig, während nachher im aufgeblasenen Zustand das Ganze deutlich höhere Querschnitte hat und somit natürlich auch eine angepasste mechanische, ja, Leistungsfähigkeit besitzt. Ups, falsche Richtung. Genau. Und unsere Aufforderung war, also wir haben es in dem Fall, ging es nicht darum, dass wir das Ganze berechnen. Berechnen durften das andere im Projekt. Unsere Aufgabe war, dieses Ding zu bauen und nachzuweisen, dass dieser Antritt auch funktioniert. Vielleicht von den Materialien hier. Hier stecken PU-Materialien dahinter. PU hat die schöne Eigenschaft, dass man es über entsprechende Zusätze sehr schön modifizieren kann. Was man jetzt hier rechts sieht, das ist in dem Fall der Test. Den haben wir nicht bei uns durchgeführt. Projektpartner war in dem Fall Autoliv in Schweden, die eigentlich Airbags bauen. Und die haben auch diese passenden Prüfstände dazu, weil natürlich das Ganze, gerade weil es Crash ist, mit einer entsprechenden zeitlichen Komponente gesegnet ist, die wir mit unseren Prüftechniken hier nicht nachstellen konnten. Man sieht sehr schön, wie der Airbag-Generator, der Druckgenerator funktioniert, die Struktur aufbläst und nachher der Impaktor einschlägt. Also wir haben es hier geschafft, zumindest das Ganze funktionstechnisch nachzuweisen, dass es hier entsprechend funktionieren kann. Natürlich haben wir das jetzt hier im Projekt, das war das erste große Projekt, was wir in diese Richtung gehabt haben, erstmal mit rudimentären Mitteln durchgeführt, haben jetzt noch nicht die hochprofessionellsten Werkzeuge dazu gehabt, haben mit Wachskernen gearbeitet, Punkt, Punkt, Punkt. War ein sehr umfängliches Projekt, hat richtig Spaß gemacht, nachher zu sehen, dass das so in der Form auch funktioniert. Großes Thema dabei, wie kann man sowas fertigen? Was man eigentlich will natürlich ist, dass man, sieht man hier links, dass zwei Kunststoffe gemeinsam in so eine Form reinlaufen und an einer definierten Stelle oder einem definierten Bereich sich treffen und so ein definiertes Interface bilden. Das ist das Ziel. Wir haben es hier umgesetzt und auch mit Versuchen hinterlegt, ist, dass man einfach lokal die entsprechenden Permeabilitäten anpasst. In dem Fall sieht man das hier schön in der Mitte dargestellt. Hier lokal entsprechende Schlauch reingepackt, der lokal aufgeblasen wird. Man erreicht eine Überkompaktierung. Das Harz kommt entsprechend an. Natürlich bei dieser Überkompaktierung wird der Fluss entsprechend verlangsamt. Um nachher zum Schluss, wenn das Bauteil voll ist, lässt man diese Überkompaktierung wieder raus, hat einen statischen Zustand und es findet kein weiterer Fluss statt. Das Ganze haben wir hinterlegt, natürlich auch mit entsprechenden Messungen, wie so ein Überkompaktierungsbereich die Fließfronten entsprechend verlangsamt, haben es mit Permeabilitätsmessungen noch hinterfüttert, Punkt, Punkt, Punkt. Gut, kommen wir zum Thema funktionalem Racetracking. Funktionales Racetracking ist eine Ecke, die ist entstanden daraus eigentlich aus dem Grundgedanken, immer wenn ich RTM betreibe, ist es eigentlich so, dass RTM, klar, es wird viel dieser Fluss im Textil angeschaut. Je mehr Injektionen man macht, desto eher sieht man natürlich auch, dass dieser Hauptfluss, der eigentlich in diesem Bauteil nachher stattfindet, der ist deutlich von diesem Effekt Racetracking irgendwo definiert. Man sieht es unten in diesen Videos, dass sobald da irgendwo Harz reinkommt, umspült das Ganze die Preform. Das ist hier in dem Fall ein 2 mm Kanal. Und letzten Endes die Tränkung eigentlich erst stattfindet, nachdem irgendwo das Harz schon wieder hinten rausläuft. Warum habe ich Racetracking immer? Ich habe immer eine Negativtoleranz. Ich muss eine Preform immer irgendwo zuschneiden. Ich muss sie in eine Kavität reinlegen. Und diese Negativtolerierung führt letzten Endes dazu, dass ich sowas brauche. Weil wenn ich das nicht negativ toleriere, habe ich nachher wieder Faserzwicker, die machen mein Bauteil kaputt, Punkt, Punkt, Punkt. Klar, hier wieder dieser Ansatz, wir haben Versuche gemacht, in dem Fall, um das Ganze zu verstehen. Hier haben simulativ abgebildet, haben verschiedenste Studien gemacht, wie man auch Einlass- und Auslasskonzepte so gestalten kann, dass möglichst robust das ganze Ding immer voll wird, haben diese ganzen Dinger bewertet. Eine Variante, wie man mit diesem Thema Racetracking auch umgehen kann. Abgeleitet davon aber auch gibt es die Variante, die haben wir hier dann so entwickelt, dass man hier diesen funktionalen Racetracking-Ansatz nimmt. Und davon ausgehend ist eigentlich der Gedankengang, ich habe eine Kavität, ich sehe in dieser Kavität hier meine Preform drin liegen, ich habe einen Kanal, einen umlaufenden Kanal. Und was ich jetzt einfach mache,
Ich tue zunächst in einem ersten Schritt den Raytracking-Kanal füllen mit einem angepassten Kunststoff. Wenn der Ganze entsprechend voll ist, dieser Raytracking-Kanal, fange ich an mit meiner Strukturinjektion, mit meinem klassischen Füllmaterial, mit meinem Kunststoff, Reaktivkunststoff, und kann definiert meine Preform füllen, bis es nachher voll ist. Natürlich ist es natürlich so, dass es nicht ganz einfach ist. Ja? Der erste Grundgedanke von diesem funktionalen Raytracking war wirklich, definiert so ein Bauteil zu füllen, um Schwankungen aus so einer Produktion rauszubekommen. Wir haben es dann natürlich in den ersten Versuchen so gehabt, das erste Material, was wir genommen haben, war auch wieder ein PU, in dem Fall so ein Tooling-PU, wo man elastische Formen generieren konnte. Heißt, wir hatten bei den ersten Versuchen direkt so eine Gummikante mit dran, was natürlich auch verschiedenste andere Vorteile noch hatte, weil diese Gummikante sehr cool gewesen ist zum Entformen, weil klassisch, wenn man so ein RTM-Bauteil rausnimmt, meistens so ein sprödes Harz, so eine Harzkante gerne wegbricht. In dem Fall war es einfach so, ja, man geht in diesen Elastomerbereich rein, zieht das ganze Bauteil raus, der Elastomer dehnt sich so ein bisschen, macht zupp und dann ist das ganze Ding draußen und man hat eigentlich eine schön saubere Funktion. Nebendran hat man natürlich noch so eine Edge Protection eventuell dran. Das heißt, ich kann das Bauteil fallen lassen und es geht nicht kaputt, ich schneide mich nicht etc. War aber in dem Fall wirklich purer Zufall, dass wir sowas eigentlich entsprechend rausgefunden haben, weil das erste Material, das wir verwendet haben, für den Funktionsnachweis in dem Fall so gestrickt gewesen ist. Natürlich, wenn ich schon so eine Gummikante außenrum habe, habe ich auch den Effekt, dass ich eventuell nachher keine Dichtung mehr brauche. So. Klar ist es nicht ganz einfach. Ich kann nicht jetzt irgendein Material außenrum schieben, weil auch etwas zähflüssigere Materialien oder hochviskose Materialien dringen dann trotzdem auch seitlich in die Preform mit ein und das Ganze wird nicht einheitlich. Deswegen Grundlage für diesen Prozess ist definitiv ein rheologisches Verständnis, eine rheologische Modifizierung von dieser ersten Injektion, die um diese Preform außenrum geht. Man sieht hier unten verschiedene Versuche, die wir gemacht haben, mit unterschiedlichsten Füllmaterialien. Ja, wir haben hier mit Siliziumdioxid, mit Titandioxid, mit irgendwelchen Glaskugeln Versuche gemacht. Das ist dieser typische Versuchaufbau. Wir haben, sieht man, hat natürlich eine etwas höhere Komplexität, weil wir zwei Injektionssysteme brauchen dazu. Wir haben über verschiedene Stellen natürlich Schliffproben rausgenommen, haben so versucht, Verständnis zu generieren. Man sieht hier am Beispiel, zum Beispiel, hier sind IM30K, das sind Glaskügelchen. Hier ist ein Filtereffekt, hier bildet sich so ein schöner Filterkuchen aus, der nachher auch als Sperrschicht dient. Und man sieht, wie hier das Material dann trotzdem, der äußere Kunststoff, noch weiter in die Faser mit eingedrungen ist. Haben das Ganze natürlich auch rheologisch charakterisiert. In dem Fall versucht, das Ganze auf eine Fließgrenze hin zu untersuchen. Deswegen sind das so richtig schöne Rheologieuntersuchungen. Fließgrenze, vielleicht für die, die es nicht kennen, ist so ein bisschen dieser Zahnpasta-Effekt. Ja, wenn ich auf die Zahnpasta drauf drücke, kommt die Wurst vorne raus. Wenn ich wieder runtergehe, wird diese Wurst wieder zurückgezogen. Heißt, da ist eine Fließgrenze vorhanden, dass das Material komplett einheitlich auch wieder zurückgezogen wird. Und man sieht hier an Speichermodul und Verlustmodul, wenn die sich schneiden, dann ist so ein Verhalten mit entsprechend vorhanden. Und genau diese Materialien sind nachher auch die gewesen, die am besten funktioniert haben. Man hat das dann auch im Versuch angeguckt, hat mit der Kamera oben drauf geschaut und hat gesehen, dass hier, ja, wenn das Material bei der ersten Injektion hinten wieder rausgelaufen ist, unterschiedliche Füllgrade mit vorhanden sind. Man sieht hier erstmal das unmodifizierte Material, wenn man das weiterlaufen lässt, dann findet eine kontinuierlich weitere Füllung von meiner Preform statt, während ich eine passende Modifizierung habe. Hier in dem Fall sind es nur 1,5 Volumenprozent von diesem Siliziumdioxid, bleibt eigentlich das vom Volumenstrom so, dass kein weiteres Harz mit in die Preform reingeht. Und das ist eigentlich das, was wir für diesen Prozess auch entsprechend brauchen. Wir haben das Ganze dann weiterentwickelt. Und haben gesagt, okay, wir wollen das Ganze funktionalisieren und nicht nur ja, eine Randthematik machen, sondern wollen eventuell auch, jetzt hier in dem Beispiel ist es einen Impact-Schutz auf einem gewissen Radius draufpacken. Das heißt, auf dem Bauteil das gleiche draufpacken, Reinheitsgebiete, die nachher eine Funktion haben. Haben davon natürlich dann auch abgeleitet die Idee, dass wir klassisch, wie das aktuell mit Thermoplasten passiert, wo man hinterspritzt, solche verrippten Bauteile bauen kann, das natürlich in dem Fall mit duromeren Kunststoffen.
Und das ist dann hier passiert, wo wir angefangen haben, unsere ersten Werkzeuge zu bauen, wo man auch sieht, hier unterschiedliche Rippengeometrie, wo wir angefangen haben, dann Schliffbilder draus zu machen, in die Offplane-Richtung zu gehen und auch hier diesen Fluss zu sehen. Natürlich haben wir eine gewisse Penetration von dieser ersten Injektion, die zuerst stattfindet, die diese Rippe ausprägt. Trotzdem in dem Fall war das die ersten Schritte, die wir gegangen sind, hatten wir hier einen knappen halben Millimeter Penetration von der eigentlichen Brieform, wo wir eigentlich schon doch ganz gut unterwegs gewesen sind, was uns auch positiv gestimmt hat. Der nächste Schritt ist hier gewesen, dass wir das nicht mit Elastomer PU gemacht haben, sondern dass wir das in dem Fall mit einem einheitlichen Hartsystem betrieben haben, ja, also Strukturhartsystem und Racetracking-Hartsystem oder erster Schuss auch auf Basis von der gleichen Chemie gemacht haben. Wir haben dann diesen ersten Schuss auch mit Siliziumdioxid beziehungsweise auch entsprechenden Fasermehl noch mit modifiziert, um die Struktureigenschaften zu verbessern. Das ist eigentlich in dem Fall unsere erste Permeabilitätsmesszelle, die wir hier so modifiziert haben, dass wir hier die ersten Schritte gehen konnten. Und man sieht recht schön, man hat hier ein Fluoreszenzmittel mit beigegeben, um zu sehen, wie so diese Fließverhalten sich entwickelt auch. Muss man natürlich mit Anteilen entsprechend rumspielen und man sieht hier unten, dass hier an dem Beispiel auch das Ganze eigentlich sehr gut funktionieren kann. Man sieht hier nämlich, also das Weiße ist entsprechend dieser erste Schuss mit Kurzfasern und Siliziumdioxid drin. Alles, was jetzt hier so ein bisschen gelblich ist, ist nachher der zweite Schuss, das reine Strukturmaterial. Genau. Das, was noch jetzt als letztes Projekt, was ich noch vorstellen will, ist ein Projekt, was gerade auch noch läuft. Hier gehen wir das Thema Endkontur-Nasspressen an, in dem Fall auch für hybride Werkstoffe auf einem Metallblech entsprechend drauf. Nasspressen allgemein, wenn man so auch diese typischen YouTube-Videos anschaut, die von BMW veröffentlicht sind, dann findet Nasspressen immer in der Form statt, dass natürlich Materialüberstand da ist, der noch trocken bleibt, der nachher weggeschnitten werden muss, der nachher auch so ein bisschen blöd in der Follow-up-Recycling-Thematik irgendwo ist. Alles, was ich dann noch an Netshape machen kann, heißt letzten Endes Materialeffizienz. Die Idee ist geboren. Wir hatten dann den ersten EU-Antrag dazu, auch gemeinsam mit BMW. Leider wurde der abgelehnt. Damals ist nicht genehmigt worden. Das ist so ein bisschen das typische Problem von EU-Projekten aktuell. Wir haben das Ganze dann so ein bisschen gestrippt, das Thema, und haben ein SIM-Projekt rausgemacht, was jetzt gerade auch läuft. Was machen wir hier? Man sieht ein Metallblech. Ja, man sieht hier einen Klebstoff, wo man auch natürlich ein Fasermaterial draufbringt. Klassisch Nasspressen tut man noch entsprechend Harz oben drauf. Wenn ich das Ganze von der Füllsituation mir anschaue, sieht es so aus, ich habe hier unten mein Blech, oder in dem Fall mein Werkzeug aufgelegt, das ist dieses Geschraffierte hier. Ich habe meinen Klebstoff, der drauf ist. Hier das trockene Textil und ich schließe das Werkzeug. Über das Schließen des Werkzeugs wird das Nasspressharz natürlich ins Textil reingedrückt. Parallel dazu wird über das Drücken natürlich auch der Klebstoff hoch. Wird hochfließen, an die Seiten ranfließen. Wir zielen in dem Projekt auch auf eine elastische Klebung, nicht auf eine klassische Luftfahrtdünnklebung. Also elastischer Kleber, deswegen natürlich auch, wenn wir am seitlichen Rand von diesem Bauteil nachher Elastomere haben, haben wir nicht dieses Thema Sprödigkeit von irgendeinem Kunststoff, sondern in Gummi in Anführungszeichen, der hier natürlich wieder gewisse Vorteile bietet. Hier sind dann so diese ersten Schritte, die wir hier bei uns in der Halle gemacht haben. Nein, wir haben leider keine große, dicke Presse, sondern haben das mit unseren rudimentären Hallenmöglichkeiten versucht umzusetzen. Man sieht hier links das Ganze. Es ist eigentlich auch unsere erste RTM-Kavität, die wir für die ersten Versuche hergenommen haben. Der Kleber wird aufgetragen hier. Das Ganze wird dann noch verrakelt, das auch gut verteilt ist entsprechend. Dann wird ein herausragend automatisiertes Auftragssystem namens Felix verwendet, was dann hier das Harz entsprechend auf die Brieform drauf transportiert oder transferiert, um dann nachher das Ganze in die Presse zu geben. Hier unsere kleine RTM-Presse, die nachher das ganze Ding zumacht und nachher diesen Transfer und diesen Pressvorgang irgendwo nachher realisiert. Outcome sieht man hier. Was man hier vielleicht noch sehen kann, wir zielen hier nicht auf Carbon, sondern im Projekt gehen wir auf Glas. Es geht darum, lokal zu modifizieren. So ein Blech dient ein bisschen diesem Plattformgedanken von irgendwelchen Fahrzeugen,
dass wenn ich irgendwo den großen Siebener mit der großen Motorisierung habe, dass ich dem nochmal in der Struktur auch lokal irgendwas dazugeben kann, um die passenden Steifigkeitswerte auch zu generieren. Und was man jetzt nämlich auch hier sieht, nicht in diesen Bildern, das Schwarze ist jetzt dann kein Carbon, sondern in dem Fall haben wir nämlich das Harz auch, das Strukturharz auch modifiziert mit dem Farbstoff. Und das Transparente hier, das ist der Klebstoff. Auch in dem Fall basierend auf einem PU-Klebstoff, ein elastischer Klebstoff, wo wir die ersten Schritte gegangen sind. Man sieht hier, an der Kante hat es schon hier ganz gut geklappt. Hier am Rand teilweise ist dann noch das Strukturmaterial weiter rausgelaufen in diesen Randbereich entsprechend mit rein. Trotzdem, die Laminatqualitäten, die wir erreicht haben, sind eigentlich in dem Fall doch sehr zufriedenstellend. Natürlich ein Schlüssel, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben hier unterschiedlichste Textilien oder ja, ich nenne es mal Sperrschichten mit reingelegt, die den Fluss vom Klebstoff in die Briefform entsprechend kontrollieren. Genau, damit bin ich jetzt auch schon am Ende. Ich habe, glaube ich, ein bisschen überzogen. Tja, tut mir leid. Ich hoffe, das passt so in der Form. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt sind wir dann auch bereit, irgendwelche Fragen dann bitte noch, falls welche offen geblieben sind.